Was ist das? Auch nicht. Das? Nein. Okay, ich komme hier nicht hoch. Komm ich hier hoch? Ja, sieht nicht so schlecht aus. Das sieht schlecht aus. Das sieht auch schlecht aus. Okay, lass dich wieder fallen. Hm. Verstehe nicht so richtig. Noch nicht. Wie ich da hochkommen soll. Hau ab! Ich habe jetzt keine Zeit für dich. Echt jetzt? Au! Ich hab keine Beine mehr. Au! Sag mal, ey, jetzt. Nein! Weg da! Erstmal heilen. Dann Pfeile herstellen. Habe ich nicht mehr. Toll. Okay, dann was anderes ausprobieren. Na, hat sich erledigt. Ich wollte sagen, rück mir mal von der Pelle. Katapult. Mit einem Katapult können sie Tore zerstören. Ja, wunderbar. Wo steckt ihr denn? Na gut, auf in den Kampf. Ich muss das Tor niederreißen. Yep. Damit kann ich das Katapult ausrichten. Was? Wie? Wie denn? Ach so, sag es doch. Ich weiß nicht mal, wo das Tor ist. Na gut, ich mache einfach mal. Ah ja. Das muss reichen. Dann mal los. Echt jetzt? Tja, der war vielleicht ein bisschen hoch.
Und ein bisschen zu weit rechts. Aber es ist unglaublich gut gemacht, ne? Und zu kurz. Wie viele Schüsse haben wir denn? Ich finde, das sieht schon ganz gut aus. Findet ihr nicht? Sagt's irgendwann, wenn es reicht, oder baller ich jetzt hier so lange drauf? Wieder zu hoch. Ich finde, das ist okay jetzt, oder? Das sieht doch gut aus. Und du? Jetzt gehen wir uns. Das mal angucken, was wir da gemacht haben. Ach, Manno. Ich bin noch nicht so gut im Zielen. Wie ihr seht. Geht doch. Basislager? Ah, Gott sei Dank. Ah, ich bin ein bisschen fertig. Hatte ich dich fast verloren. Aber du hast gekämpft, wolltest leben, atmen, die winzigen Fäuste ballen und das Krankenhaus zusammenbrüllen. Der schönste Lärm meines Lebens. Als ich in dieser Winternacht heimkam, briete ich mir ein Steak. Ich trank eine halbe Flasche Whisky, wollte Schneeschuhe aus Tennisschlägern basteln und schlief neben der Katze ein. Ich war so glücklich. Ich glaube, diese Geschichte habe ich ein Dutzend Mal gehört und könnte sie immer wieder hören. Ich wünschte, es wäre so geblieben, dass wir mehr Zeit gehabt hätten. So. Einige Gebäude sind zerstört. Der Kampf hat sein Trieb. Panzerbrechende Pfeile. Yes. Toll. Klappt ja super. Der lebt ja immer noch. Endlich. Jetzt müssen wir hier mal weg, Croft. Wow, was ist das? Ah! Scheiße. Bewege mich einen Schritt und fall in den nächsten Gully, ey. Ist doch nicht wahr. Viel besser. Was mühe ich mich überhaupt ab?
Ja, ich weiß, ich verletze mich selbst, aber es ist so herrlich effektiv. Ich glaube, ich bin immer im selben Film. Mist. Nein. Jetzt habe ich keine mehr. Wie unangenehm. Manu, jetzt mach doch mal. Geht doch. Ist geschafft. Die Kammer der Seelen liegt hinter diesem Tor. Ich brauche nur ein weiteres Katapult. Total entspannt, sagt sie. Ah, fast geschafft. Jetzt brauche ich nur noch ein Katapult. Kein Ding. Ich töte andauernd 100 Unsterbliche. Mehr tun. Bringt euch in Sicherheit. Keine Chance. Du brauchst uns ebenso sehr wie wir dich. Wir überleben gemeinsam oder sterben allein. Geh jetzt. Oh, ist doch eine Ansage. Ich hab keine mehr, Manu. Ist doch kacke. So geht's auch. Na, was will ich da eigentlich? Das ist ein Shortcut, ne? Boah, die Pferde. Voll schön. Sai. Guck mal, das Gold unter meinen Füßen. Achso. Hui. Eis glitzert. Was ist denn das Tolles? Hallo?
Okay. Ich bin echt Profi. Profi der Selbstzerstörung. Hey, gar keine Zombies. Ganz allein. Kein einziger Zombie. Ist ja nicht zu fassen. Was ist denn das? Da ist ein Hindernis. Das muss ich aus dem Weg schaffen. Wo war denn dieses Ding? Ach so, okay. So. Kann ich da nicht drauf? Nein, kann ich nicht. Ich bin nicht stark genug. Ich würde es ja gern daran befestigen, aber wie denn? Jetzt muss ich da erst drüber springen, klettern. Ja, ich muss irgendwie darüber. Schaffe ich das, indem ich einfach Harakiri-mäßig darüber springe? Wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich werde ich wieder sterben. Aber ihr wisst ja, no risk, no fun. Hui! Geh doch. Zack. So, das ist jetzt eigentlich der Spaß. Hopp. Ja, eigentlich kann ich Lara nämlich total gut bewegen. Ich verarsche euch nur, wenn ich immer sterbe. Habt ihr euch auch schon gedacht, ne? Ja, ich weiß. So, geh doch. Hat geklappt. Jetzt kümmere ich mich um das Tor. Das war doch ein schöner Treffer. Hm? Mein schönes Katapult. Hey, ich war noch nicht fertig. Jetzt muss ich zu dem Katapult. Nur noch ein Schuss. Wie? Jetzt doch nochmal? Gehen Sie zum anderen Katapult. Ja, das habe ich mir schon gedacht. Mein schönes Katapult. Raff ich gerade nicht. Achso, doch, raff ich doch.
Geil. Mit so einem Tanzzapfen. Ich weiß, es ist nicht die intelligenteste Lösung, immer fast mit drauf zu gehen, aber es ist so herrlich effektiv, was soll ich sagen? Ich weiß, wir gehen auch immer fast drauf, aber wir gehen halt nur fast drauf und die gehen ganz drauf. Wie kriege ich das Eis von dem Rad? Wie schön das glitzert. Ich liebe Glitzer. Guck doch mal. Ah, verstehe. Vielleicht reicht nicht, ne? Nee, lächerlich. Wir sind zu schwach, Lara. Das ist ja erbärmlich. Erbärmlich. Na, vielleicht gibt es mir ja einen Tipp, wenn ich hier hinlaufe. Wenn alles eingefroren ist, kann ich nicht zielen. Ja, so weit war ich eben auch schon. Die Mongolenarmeen müssen vom Eis begraben worden sein, bevor sie die Hauptstadt angreifen konnten. Also ich gebe zu, ich habe irgendwie ein bisschen mehr Glück als Verstand, weil ich das gar nicht gesehen habe. Nein, du sollst es schubsen. Nein, sie schubst es nicht. Ja, ich bin auch überrascht, dass ich noch lebe. Aber es reicht nicht. Der Hebel an dem Kübel könnte den Abflussmechanismus schließen. Abflussmechanismus? Was? Und jetzt? Ach so, Wasser. Okay. Oh, es ist kompliziert. So, jetzt schöpfen wir noch Wasser. Anstatt, dass sie einfach die halbe Stunde, die ich brauche, um das Rätsel zu lösen, mit dem Eispickel da irgendwie loslegt. Und versucht, den Reifen freizuschneiden. So, wie jetzt? Doch jetzt, ne?
Ich weiß nicht wieso, aber jetzt ist es tiefer. Und jetzt? Ach so. Naja, gut. Nochmal versuchen. Und... zack! Wie Sie sehen, sehen Sie nichts. Wo ist überhaupt das Reifenrad? Hier. Okay, ich raff's nicht. Rafft ihr's? Was soll ich tun? Das da soll das da zerschlagen. Aber es kommt doch da gar nicht hin. Entschuldigung. Ich verstehe es nicht. Doch, wartet, ich verstehe es doch. Oder? Nee, ich verstehe es nicht. Ein bisschen höher. Wie jetzt ein bisschen höher? Sonst noch was? Durch, ey. So. So, Lara. Und wie hättest du es jetzt gern? Soll ich nur so 2 Liter Wasser rauslassen vielleicht? Okay. Kein Ding. Komm, wir machen 2,3. Was mache ich jetzt gerade hier für einen Bockmist? Wieso geht es gerade nicht? So, ist es so recht? Ja, das sieht doch gut aus. Es waren 2,7 Liter. Toll, hat ganz toll geklappt. Vielleicht doch lieber 2,6 Liter. Ich dreh durch. Ich komme da echt nicht ran jetzt. Nein. Ich will nicht noch mehr Wasser rauslassen, auf keinen Fall. Okay, ich werde noch ein bisschen Wasser rauslassen. Das war's dann wieder.
Ja, seid ihr eigentlich alle schon schlafen gegangen, oder? Also ich könnte es verstehen. Oh Mann, ey. Es ist Frickelarbeit. Ich hasse Frickelarbeit. Bin eher so der Haut-drauf-Typ. Doch wieder genauso hoch. Ja, es ist wieder genauso hoch. Vielleicht kann ich von der anderen Seite schwingen. Oh, es könnte sein, dass ich das schaffe damit. Ach so, nee, ich kam ja nicht. Ich kam ja wieder nicht. Ihr wisst schon. Ja, das meine ich. Ich kann ja nur auf diesen einen. Hey, da oben ist auch noch so ein Absprung-Ding. Komme ich da hoch? Ich hoffe, einmal drauf kommen können. Weil ich immer so eine große Klappe hab, ne? Ja, geschafft. Ja, das hätte ich auch früher haben können. Ein glorreicher Moment. Juhu. Sehr gut, dann speichere ich jetzt hier. Und dann ballern wir das Tor aus den Angeln. Huch, was passiert? Oh Gott. Bogenschützen. Ich muss sie ausschalten. Ja. Funzt. Schön, dass wir hier dabei draufgehen, während ich hier rumstehe. Ja, ich habe gesagt, ich wollte speichern, aber wie soll ich denn jetzt speichern? Ich brauche die Finger, um zu überleben. Will ich da überhaupt hin? Was will ich da? Ich will da auf keinen Fall hin. Bin ich irre. Was das für verkohlte Päckchen sind. Was war das? Was? Au! Habe ich ja Glück gehabt. Da haben wir wieder keine Pfeile mehr. Oh, fuck!
Oh nee, ich habe einen Giftpfeil statt einen Seilpfeil geschossen. Wie konnte mir das passieren? Okay, dafür habe ich jetzt wieder ein paar Bomben. Das finde ich ganz gut. Alles so leise? Ah, okay, dann würde ich jetzt hier speichern und dann hole ich euch gleich hier wieder ab. Ich freue mich auf euch. Bis gleich.